Moin, liebe Spießer, herzlich willkommen zu unserer neuen Kissenschlacht. Heute mit Dimitri Schad, dem Schauspieler von den Känguru-Chroniken. Okay, bist du bereit? Was ist los? Diese verdammten Gezündgewürden! Die wichtigste Frage zuerst, die wahrscheinlich auch das Känguru stellen würde: Bist du Kommunist, Anarchist oder sind diese Kategorien schon eigentlich total veraltet? Ich bin nahezu darüber hinweg, aber ich identifiziere mich mit der Figur, die ich spiele, und bin, glaube ich, auch ein gemäßigter Anarchist. Okay. Ja. Also meine Wohnung sieht zumindest aus wie die eines gemäßigten Anarchisten. Nein, ich glaube, das, womit ich mich total identifiziere, ist so ein bisschen eine latente Soziophobie, eine Überforderung mit zu vielen Menschen und irgendwie so der Wunsch nach Ruhe. Hast du dann quasi Monologe am Set geführt oder wie wurde das mit dem Känguru umgesetzt, dass du da nicht alleine stehst? Das war eine ganz wilde Mischung aus Motion Capturing, also wo Volker Zack, ein ganz wirklich kolossal herzlicher Kollege, der also das Känguru gespielt hat im Motion Capturing-Anzug. Dann war in den Overshoulder-Sachen und immer wieder auch trotzdem, wenn es so in der Unschärfe war, eine Känguru-Puppe da. Oh, okay. Was sich so ein bisschen angefühlt hat wie so früher bei Alf, was ich gerne gemocht habe, ja. in den 90ern. Wo das dann einfach wirklich so eine steife Puppe ist, die sich aber bewegt und man hat auf einmal, aber man gewöhnt sich irgendwann daran. Mhm. Und das Schlimme war dann eher, dass man so am Set ist und diese Puppe ist irgendwo aufgebaut, aber die bedient gerade niemand. Und das hat mich, das war richtig creepy. Und dann auch damit zu drehen, ist es dann sehr merkwürdig, weil eben, also... Gut, also normalerweise, wenn also gedreht wird, ja, und ja. Also die Kamera wäre dann ungefähr hier, wenn es ja. auf mich wäre. Overshoulder. Ja, und es ist eh entsetzlich genug und schlimm genug, irgendwie diese fucking Kamera zu ignorieren, weil ja. man denkt, die ist einfach da, aber du musst so tun, als wäre sie nicht da, ja. so, obwohl, und dahinter sind ungefähr 70 Leute, die alle gucken. Die alle gucken so da drauf und wirklich, sobald du irgendwie einen Blödsinn machst, irgendetwas, siehst du schon hinten, du siehst ja diese ganzen Reaktionen. Du musst das irgendwie aushalten und ausblenden. Ja. Das ist schon, also es ist dann leichter, wenn man einen Menschen hat, auf den man sich konzentrieren kann. Da, wo es noch schwerer wird, ist, wenn es eine Puppe ist. Und du hast hier unten so einen Puppenspieler, der das irgendwie so steuert. Und du hast hier und hier jeweils Assistenten, die dann so Handschuhe anhaben, die dann irgendwie so irgendwie an mir rumfassen. Und irgendwo um die Ecke sitzt dann Volker Zack und spricht mit mir. Ja. Und ich versuche aber so zu antworten zu dieser toten Känguru-Puppe, die da ist. Und das macht man über ein paar Wochen und hat das Gefühl irgendwann, dass man sich einweisen lassen muss, weil es einen vollkommen wahnsinnig macht. Du hast ja eigentlich diesen Schauspiel-Theater-Bühne-Hintergrund. Yes. Und zum anderen bist du, soweit ich weiß, noch Dozent? Oder bist du noch Dozent an der Hochschule? Ja. Die erste Frage wäre, wie unterscheidet sich jetzt das filmerische Schauspielen zu dem auf der Bühne und wie gehst du damit um? Und meine zweite Frage wäre, wenn du jetzt gerade sagst, das war einmalig und dir konnte da keiner helfen, wirst du das dann auch an deine Studierenden weitergeben, diese Erfahrung? Und ja. Oh, das sind sehr interessante Fragen. Okay, also die Unterschiede zwischen Theater und Film grundsätzlich sind, im Theater hast du ein Publikum, das reagiert und es gibt mir eine ungeheure Kraft, weil ich habe jetzt einfach in meinem Theaterleben habe ich ungefähr 1200 Vorstellungen schon gespielt. Mhm. Das heißt, ich habe, weiß ich nicht, 2500, 3000 Stunden Erfahrung auf der Bühne. Die sind da und ich kann gut live mit vielen Menschen. Ja. Ich kann das besser als mit wenigen Menschen. Und es ist ein bisschen wie ein Marathonlauf, den man machen kann. Also wenn ich ein Stück spiele, wo ich über 2 Stunden das ganze Ding steuere, dann ist das eine ganz eigene Art von Befriedigung. Und das andere ist, wenn du vor der Kamera bist, dann ist es deutlich, deutlich kurzräumiger. Es ist mitunter magischer, weil dir eine Sache nur einmal gelingen muss. Und zum Teil man auch sehr überrascht davon ist, dass manchmal dreht man auch so Szenen und ist so verwirrt davon oder denkt, ach, das war richtig irgendwie, ich hab's nie richtig gepackt. Und dann siehst du es im Film und dadurch, dass es zusammengeschnitten ist aus mehreren Takes, hast du das Gefühl, das habe ich so nie gespielt.
so am Stück, ja. Aber es ist besser als alles, was ich bisher gespielt habe. Das heißt also, diese Möglichkeit zur Verbesserung oder zur Magie oder dass irgendwie ein kleiner Moment, den du nicht planen kannst, ein Gesichtsausdruck, der dir einfach entgleitet, weil etwas Bestimmtes einmal passiert ist. Ja. Und diese Einmaligkeit kann dann Film haben und ist etwas wahnsinnig Tolles. Und das andere, was ich unterrichte die Leute, also eben an der Ernst Busch Schauspielschule, hauptsächlich für Theatersachen, weil Film können andere Kollegen, also haben andere Kollegen deutlich mehr Erfahrung da drin, und in der Schauspielausbildung geht man grundsätzlich leider eher auf die Ausbildung für die Bühne, und aber eigentlich fehlt genau das, dass man noch mehr Kamera-Acting eigentlich machen sollte. Wirst du das Känguru vermissen, und hättest du auch gerne so einen kuschelig-kuscheligen Mitbewohner, der so freche Sprüche auf der Zunge hat? Ja, es würde mich wahnsinnig machen. Es würde mich, ich glaube, ich könnte das nicht mit so einer stoischen Geduld aushalten wie die Marc-Uwe-Figur, aber es wäre doch schon lustig. Manchmal an so einem verregneten Sonntagnachmittag denkt man sich, ach, jetzt wäre es doch schön. Bisschen über den Marxismus debattieren und... Bisschen einfach abhängen und Bud Spencer-Filme schauen. Und Schnapspralinen futtern. Und dann einfach runter in die Kneipe gehen und dort versacken. Das mache ich auch, aber dann meistens alleine. Dimitri und ich probieren jetzt hier gerade dieses Spiel aus. Das ist ein Exit-Spiel, die Känguru-Eskapaden von... Ja, auf der Geschichte von Marc-Uwe Kling mit dem Känguru. Und wir haben jetzt hier schon alles ein bisschen aufgebaut und versuchen jetzt rauszukriegen, wie das Spiel beginnt. Es wird ein Rausch. Los. Los. So, bei Hertha. Zum verabredeten Zeitpunkt trefft ihr in der Berliner Eckkneipe bei Hertha ein. Niemand reagiert auf eure Ankunft, schon gar nicht die resolute Kneipenwirtin. Sie befindet sich gerade im Kundengespräch. Und was ist in deinem Sex on the Beach, fragt ein Typ mit Schiebermütze. Cranberry-Saft, sagt die Kneipenwirtin. Orangensaft und Korn. Aha, und in deiner Pina Colada so, weil wir haben keine Zeit dafür. So, ihr seid euch nicht ganz sicher, hey Fans, so, ihr steht in der Eckkneipe bei Hertha und habt keine Ahnung, warum ihr hier seid und was ihr tun sollt. Guckt euch um und findet es heraus. Alles klar. Genau. Bist du bereit? Wir wissen auch nicht, was wir tun sollen, aber wir gucken uns jetzt da drauf die erste Seite an. Ja, Rätselkarte G. Pass auf, los geht's. Der Typ mit dem Känguru säuft den ganzen Abend nur das Gleiche, aber macht kaum Umsatz und jetzt dann wieder ohne zu bezahlen. Ich will jeden Cent wiedersehen. Und das ist verbunden mit diesem Dingelchen hier. Ach, ich nehme doch lieber noch eine große Apfelschorle. Na, mit Korn bitte nicht, sagt der Typ mit der Mütze. Okay, er nimmt eine Schorle, die kostet doch 1,50. Ja. Aber wie viel trinkt er davon? So. Kurz, MUK hat seinen Bierdeckel auf der Theke liegen lassen. Da, drei. 600, verdammt nochmal. Lieber noch eine. Also hat er zwei. Gehen wir mal davon aus, dass er zwei getrunken hat. Zwei große sind 4 Euro, ja, also sind 400 Cent. Das heißt also, wir könnten hier machen, pass auf, bei dem Kreis 400. Richtig? Das probieren wir jetzt aus. Okay. Und das heißt, wir haben eine Lösungskarte 23. So, hier, 23. Ich bin nicht gescheitert. Ich habe erfolgreich 10.000 Wege gefunden, die nicht funktionieren. Von Martin Schulz. Euer gegebener Code ist so falsch wie der dem Zitat zugeordnete Name. Oha. Okay. Schade. Wow. Na gut. Das ist ein bitterer Rückschlag. Das ist ein hartes Rätsel, und wenn ihr das zu Hause probieren wollt, ob ihr vielleicht beim ersten Mal richtig liegt, dann probiert das Spiel aus. Es wird bestimmt Spaß machen. Ja, und wenn nicht, dann macht euch nicht fertig, weil es ist einfach wahnsinnig schwer. Was ist das Fortgeschrittene? Trinkt eine große Apfelsaftschorle mit Korn. Ja, ja. Und das ist ja nur eins von wahnsinnig vielen Rätseln. Und was haben wir schon jetzt an Zeit wir haben jetzt schon 6 Minuten durch. Wir kriegen das Spiel nie beendet. Das war die Kissenschlacht mit Dimitri Schad. Hier oben geht's zur letzten Kissenschlacht, da unten zu allen anderen Kissenschlachten und hier oben zur letzten Vertretungsstunde.